Was soll ich da sagen, Peter? Oh, wir heiraten doch erst im Mai. Nein! Nur im Mai. Der Fenster ist aber noch nicht, ne? Doch, der Fenster. Ja? Nein! Das wird die Hochzeit. Das 29. Jahr, ja, so. Ja? Soll ich mich bedanken oder möchtest du noch einen oder einen zweiten Saal rein? Ja. Meine Herren, Sie mussten ja jetzt richtig arbeiten, sonst sieht man ja so eine blöde Römer, aber wir sind Sie gefordert worden, ne? Möchten Sie Krawall oder möchten Sie was fürs Herz? Krawall fürs Herz! Krawall! Sind Frauen im Saal? Dann fahren wir nach Mallorca! Kölsche Funkentöter, eine ganz wichtige Karnevalsgesellschaft im Kölner Karneval, denn im Rosenmontagszug immer die Spitze eigentlich, wenn man so will. Neben mir Elfi Schoen-Werbs, erste Bürgermeisterin der Stadt Köln und Ehrenfunkentöterin oder Ehrenbrandmeisterin? Ehrenbrandmeisterin, Entschuldigung. Muss richtig sein im Karneval mit den Titeln und so, ja. Ganz, ganz wichtig. Ehrenbrandmeisterin in diesem Jahr. Wie fühlt man sich so als Ehrenbrandmeisterin? Das ist eine Ehre. Also ich war sehr überrascht. Diese Anerkennung hat mich sehr, sehr gefreut. Aber ich muss schon sagen, ich bin der Feuerwehr ja auch sehr, sehr treu verbunden, von Kindesbeinen an. Ich bin so groß geworden mit der Freiwilligen Feuerwehr, habe erkannt, wie wichtig das ist. Meine Eltern haben immer heftig gespendet, wenn die rumkamen und gesammelt haben. Und wenn es brannte, waren die auch immer die Ersten, die da waren. Und für mich hier in Köln war besonders eindringlich das Erlebnis, was sich ja jetzt wieder jährt, der Schiefereinsturz. Und da haben wir sozusagen ja 14 Tage, Sie waren ja auch dabei, 14 Tage Tag und Nacht miteinander verbracht, um die Dinge zu regeln, die zu regeln waren, sofern sie zu regeln waren. Und das war ein großartiges Engagement der Feuerwehrleute, mit allem rauf und runter, mit Technik, mit persönlicher Betreuung, mit Seelsorge, also Komplettprogramm. Und da sind die in meiner Achtung noch mal um einiges mehr nach oben gegangen. Nach oben ging es für Sie auch als Ehrenbrandmeisterin, als Sie, man kriegt da nicht nur eine Kappe verliehen, sondern man bekommt ja auch einen Helm, glaube ich. Genau. Und dann ging es auch noch mal richtig nach oben bei der Verleihung. Mit Helm ging es nach oben, der Hubwagen fuhr ganz weit nach oben, ich glaube es waren 50 Meter, ja? 23. Mir kam es vor wie 50 Meter. Jedenfalls hatten wir den Blick auf den Dom ganz, ganz nah und ein wunderschönes Gefühl. Und es ist auch ein schönes Gefühl, Mitglied dieser Gemeinschaft sein zu dürfen. Jetzt ist ja heute Sitzung. Wie ist das Programm? Richtig gut. Sie können das beurteilen. Sie sehen ja nicht nur diese eine Sitzung, genau. Sondern so die eine oder andere erleben. Dürfen Sie ja auch erleben. Ja, genau. Als Bürgermeisterin. Und der Sitzungspräsident gibt eine wunderbare Figur ab, der kennt sich aus, der spricht Kölsch, der hätte Trupp und der zieht uns alle mit und den Ilverath auch, der sich gut bewegt. Das ist ja auch nicht immer überall der Fall und hat die Jungs gut im Griff, aber wir haben ganz, ganz viel Spaß an der Freud. Und ich habe heute Anprobe gehabt, also ich habe die große Freude und auch wieder die Ehre, dass ich Rosenmontag an der Spitze des Rosenmontagszugs mit den Funkentötern als Funkentöter-Flämmchen mitgehen zu dürfen. Finde ich ganz, ganz toll. Und wie ich heute erfahren habe, bin ich die erste Ehrenbrandmeisterin und Brandmeister, die das macht. Für mich war das klar. Als ich gefragt wurde, ganz vorsichtig, jetzt verstehe ich das im Nachhinein, habe ich gesagt, ja, mache ich sehr, sehr gerne, aber zu Fuß. Ich möchte nicht auf die Kutsche, ich möchte auf der Straße nah bei den Menschen sein. Das wissen wir, das haben Sie auch mit den Hillingen Knechten und Mägden jahrelang mitgetanzt. Und denen habe ich leider dieses Jahr einen Korb geben müssen. Aber die verstehen das und finden das auch gut, dass ich hier bei den Funkentötern.
Genau, jetzt ist ja, Sie fahren ja da nicht nur mit so einem riesengroßen Tanklöschfahrzeug, sondern auch mit Ihrer historischen Spritze. Von 1886 sind zwei Plätze nur drauf. Da ist der Kutscher drauf, normal der Präsident, aber der möchte auch zu Fuß gehen. Und wir haben einen, der wird im Mai 86. Und den wollte man draufsetzen, aber der wäre noch zu jung dafür. Er möchte gerne mitgehen. Und wir tun ja im Frühjahr immer, wer wird Ehrenbrandmeister. Und dies war aber ein Vorschlag. Und direkt alle acht Mann haben gesagt, die nehmen wir. Weil wir mit den Jahren sich kennt, staunt. Und wo wir sehr stolz drauf sind, ist natürlich, dass sie bereit ist mit uns in historischer Uniform. Hat es noch nie gegeben. Und wir sind richtig stolz darauf. Und wir werden auch bestimmt für Spaß kriegen im Zug. Ja. Wie viel sind denn Funkentöter? Wie viele Funkentöter gibt es in Köln? Wir haben rund 160 Mitglieder. Es wird immer mehr. Heute Abend haben wir schon wieder 15 Aufnahmen. Und der bei uns aktiv werden will, der muss erstmal mit Feuerwehr was zu tun haben. So. Und wir sind zurzeit an die 60 Mann mit historischer Uniform, dürfen aber nur mit 40 Mann im Zug mitgehen. Und dieses Jahr haben wir 39 Männer. Wir haben eine Frau dabei, die im Fernmeldedienst aktiv ist. Und uns natürlich unser Ehrenwald. Also 39 Männer und zwei Frauen. Und wir werden aufpassen, dass denen nichts passiert im Zug. Ich passe auch auf euch auf. Ja. Und ich damit die nicht so viel löschen. Intern. Beispiel. Genau. Wir haben noch eben gehört, dass sie ja küsst. Und dann haben wir gesagt, die 39 Mann stellen sich mal in einer Reihe auf. Dann wird sie begrüßt von uns. Und wir hoffen, dass wir schönes Wetter haben, dass wir einen schönen Zug erleben. Da wird sein.